Steuern zahlt man gerne, wenn der Staat damit umgeht. Aber die Aufgaben des Staates müssen maßvoll finanziert sein. Steuern zu zahlen, das ist kein Selbstzweck. Heute haben wir eine Steuerquote, also einen Anteil der Steuern an der jährlichen Wirtschaftsleistung, die so hoch ist wie seit der deutschen Einheit nicht mehr. Die Belastung für uns, die Bürgerinnen und Bürger und für die Betriebe ist international inzwischen spitze und darauf können wir nicht unbedingt stolz sein. Denn das Geld fehlt für private Investitionen oder auch um privat vorzusorgen, um sich privat Träume zu erfüllen, zu konsumieren, den Wirtschaftskreislauf in Gang zu halten. Insofern brauchen wir wieder eine faire Balance zwischen einerseits den Bürgerinnen und Bürgern und andererseits dem Staat, dem Fiskus. Dass wir gegenwärtig eine so hohe Steuerlast haben, hängt mit politischer Untätigkeit zusammen. Über viele Jahre wurde der Tarif der Einkommensteuer nicht angepasst. Und da ja allgemein Preise und Gehälter steigen über viele Jahre, wirkt sich das aus wie eine heimliche Steuererhöhung durch Unterlassung. Inzwischen zahlen Millionen Menschen den Spitzensteuersatz, um nur ein Beispiel zu nennen. Millionen Menschen, nicht Millionäre, sondern Millionen Menschen. Vor 15 Jahren waren es 800.000 etwa, die Spitzensteuersatz gezahlt haben. Heute geht die Zahl Richtung 4 Millionen Menschen, die den Spitzensteuersatz zahlen. Der wird nämlich heute bereits fällig, 42%, ab, genauer gesagt, 57.000 Euro und 51 im Jahr 2020. Wir wollen, dass das erhöht wird. Denn 57.000 Euro zu versteuern, das Einkommen hört sich viel an, aber das ist etwa das anderthalbfache des Durchschnittseinkommens. In den 1960er Jahren musste man den Spitzensteuersatz zahlen beim 18-fachen des Durchschnittseinkommens. Da kann man sehen, dass es längst in die Mitte der Gesellschaft hineingeraten, wer erfahrener Teamleiter, Facharbeiter in der Automobilbranche am Band noch ist, der zahlt mit Gewinnbeteiligung und anderem teilweise ebenfalls schon diesen Spitzensteuersatz. Das sind nicht nur Unternehmer und Fußballprofis und Chefärzte, sondern breite Mitte der Gesellschaft. Unser Vorschlag, wir müssen ran an das Steuersystem mit einem Chancentarif. Das ist unser Vorschlag. Unser Chancentarif, der verschiebt den Spitzensteuersatz von heute etwas über 57.000 Euro auf 90.000 Euro. Also erst ab 90.000 Euro 42%. Und bei allen, die weniger als 90.000 Euro verdienen, da geht die Kurve natürlich dann auch runter, wenn man eben einen Eckpunkt nach rechts verschiebt und dann verändert sich die ganze Kurve und auch die mit geringerem Einkommen darunter werden entlastet. Das wäre ein Beitrag zur Steuergerechtigkeit. Und auch ein Stück Solidarität, denn wie ich öfter schon mal in diesen Tagen gesagt habe, man muss solidarisch sein mit den Menschen, die staatliche Leistungen empfangen, weil sie bedürftig sind, einerseits. Aber andererseits gibt es in der Politik auch eine Verantwortung oder anders gesagt eine Solidarität gegenüber denjenigen, die das alles bezahlen müssen. Auch die dürfen nicht über Gebühr in Anspruch genommen werden, denn die haben eben auch eigene Träume, Wünsche, Ziele im Leben, für die ihnen die Mittel verbleiben müssen.